glaube, eine der häufigsten mir zuletzt gestellten Fragen zum Thema Midjourney ist, wie man denn konsistente Charakter in mehreren Szenen gleich darstellen kann, sodass man eine Person oder mehrere Personen immer wieder verwenden kann. Ich konnte dazu erst gar keine Antwort liefern. Dann habe ich mich mit einem Video beschäftigt, welches ich dir natürlich in der Description verlinke. Und dort habe ich einen Trick gelernt, mit dem ich solche Charaktere immer wieder machen kann, mit denen du dann quasi eine ganze Story aufbauen kannst in diversen verschiedenen Szenarien. Ich gehe mit dir in diesem Video alle Schritte durch, die ich für die Generierung dieses Sets gebraucht habe oder gemacht habe, damit du hier einmal sehen kannst, wie das Ganze theoretisch zumindest funktioniert. Disclaimer vorweg, um solche Ergebnisse zu erhalten, habe ich jetzt natürlich viel mehr Bilder generieren müssen. Ich habe hier die schlechten schon aussortiert. Das heißt, wenn du hier die Reihenfolge der Bilder siehst, dann sind die hier schon tatsächlich gefiltert. Ich habe zwischendurch Ergebnisse erhalten, die meinem Original nicht ähnlich gesehen haben. Die habe ich dann natürlich gelöscht. Zwischenfazit ist, du brauchst hier enorm viel Geduld. Am Anfang wirst du dich sehr ärgern, dass es nicht funktioniert. Einfach immer wieder neue Bilder generieren, immer wieder dieses Zeichen hier benutzen, bis du ein Ergebnis bekommst, was du gerne hättest. Das schon mal vorweg und lass uns jetzt mit dem Original hier starten. Ich habe mir hier als erstes einen männlichen Charakter generieren lassen, dann habe ich ihn upscalen lassen. Dann musst du hier auf diesen Smiley gehen mit den Herzen und damit Midjourney sagen, das ist der Charakter, den ich gerne haben würde oder den ich mag. Danach musst du hier auf Reaktion gehen und dieses Envelope-Symbol anklicken. Falls du das nicht hast, kannst du auch hier nach Envelope suchen und dann ist das hier das erste Symbol. Wenn du da drauf geklickt hast, hier siehst du, dass ich das gemacht habe, dann erhältst du von dem Midjourney-Bot dieses Bild als Nachricht und hier siehst du einen Seed. Und dieser Seed ist für die weitere Generierung ganz, ganz wichtig. Den merken wir uns. Und dann kopieren wir uns hier die URL von dem Bild und dann fangen wir schon an, erste Abwandlung dieses Bilds zu machen. Das ist die URL, die ich hier aus diesem Bild kopiert habe. Dann gebe ich dem Charakter einen Namen und das ist ganz, ganz wichtig, damit der Charakter oder damit Midjourney später sieht, was möchtest du eigentlich von diesem Seed gleich haben. Es geht um eine Person. Und du siehst hier schon diverse unterschiedliche Charaktere, aber der erste Charakter sieht tatsächlich meinem ersten Brandon sehr, sehr ähnlich. Dann habe ich das Gleiche nochmal einfach in einem anderen Szenario gemacht. Jetzt ist Brandon halt nach seinem Pferdeausritt sehr müde und erschöpft. Du siehst hier wieder die URL von diesem Bild wohlgemerkt, also vom Original. Dann einfach wieder den Namen und hier erschöpft und müde. Natürlich auch hier wieder den Seed. Ohne diesen Seed geht es nicht.
Das gleiche dann einfach weiter nochmal. Hier ein Foto von Brandon sitting on a horse. Hier habe ich einfach mal probiert, was passiert, wenn ich sage Foto statt einfach nur Brandon sitting on a horse. Hier sieht es etwas gemalt aus oder mehr gemalter, als dass es eine Fotografie ist. Hier sieht es dann doch schon etwas mehr nach einem Foto aus. Und ich habe mich hier in diesem Fall tatsächlich für dieses Foto entschieden und ich finde, das sieht meinem Original doch sehr, sehr ähnlich. Hier habe ich dann einfach mal versucht, Lisanne hier mit ins Bild zu bringen. Das hat hier noch nicht so gut geklappt. Wer ist Lisanne? Lisanne habe ich hier vorher generiert auf die gleiche Art und Weise. Ich habe ein Foto genommen, dann aus diesem Foto eine Person generiert, habe mir das dann wieder zusenden lassen und habe hier meine Lisanne mit diesem Seed. Was habe ich dann gemacht, nachdem ich deren Pärchenfoto nicht so toll gefunden habe hier, weil Lisanne hier zwar eingeführt wurde, aber ohne den Seed, ne, habe ich einfach beide Fotos genommen. Ich habe von Brandon das Foto genommen, von Lisanne das Foto genommen und gesagt, ich hätte gerne ein Porträt von Lisanne und Brandon, die sehr glücklich miteinander sind, und habe den Seed von Lisanne genommen. Und du siehst doch hier, ich würde jetzt mal sagen, dieses Bild sieht ihnen sehr, sehr ähnlich, sowohl Brandon als auch Lisanne. Das kannst du dann auch noch mal ein bisschen weiter treiben. Ich habe jetzt hier einfach mal das Ganze nochmal durchgeführt, weil ich dachte, gut, Variationen wären vielleicht nicht schlecht. Und du siehst hier tatsächlich, dass dieses Foto den beiden wirklich sehr, sehr ähnlich sieht. Ja, und das ist so die Hauptaussage in diesem Video. Ja, du kannst gleiche Charaktere generieren, aber du musst immer wieder ein bisschen rumspielen. Das heißt, die werden nicht sofort so dargestellt, dass du sie bei dem ersten Generieren gleich verwenden möchtest. Aber ich finde, die Variation ist doch schon sehr, sehr gering und du kriegst fast immer ein Ergebnis, was wirklich gut ist. Ne? Dann habe ich hier nochmal Brandon Exhausted and Tired genommen, weil das Bildformat erst nicht passte. Ich brauchte ein anderes Bildformat und ich finde, dass dieser Brandon und meinem Original hier doch sehr, sehr ähnelt. Ne? Was ist denn da? Ja, das war der erste Teil. Starten wir doch mal jetzt wirklich Schritt für Schritt, damit du mal siehst, wie das Ganze tatsächlich funktioniert. Und zwar haben wir hier erstmal einen Charakter zu kreieren. Imagine. Fangen wir mit der Frau an. A woman with red hair. Wir wollen ein möglichst tolles Porträt haben, deswegen sagen wir Photograph of a woman of, wie nennen wir sie? Marianne, comma, a woman with red hair. Diesen Namen müssen wir uns jetzt merken. Und wir wollen das Ganze rechteckig haben, nicht zu viel Klimbims. Auf jeden Fall auch mal ein Ultra Realistic. So, dann kreieren wir jetzt Marianne. So, jetzt ist er fertig. Jetzt suchen wir uns eine Marianne aus. Ich glaube, ich entscheide mich für diese Marianne. Die wird dann in den weiteren Bildern die weibliche Figur spielen. So, jetzt ist Marianne generiert und wir klicken hier auf ich mag das Bild und lassen uns dieses per Envelope zusenden. Hier habe ich eine neue Nachricht vom Bot und wir merken uns diesen Seed. Dann gehen wir zurück. Packen
packen schon mal den Seed da rein. Jetzt brauchen wir die URL von dem Originalbild. Damit fangen wir unseren Prompt als erstes an und sagen jetzt, Marianne soll ein rotes Kleid tragen. Wieder Foto auf Marianne. Wearing a red velvet dress. Und hier natürlich meinen Seed nicht vergessen. Vorhin habe ich nur die Zahl eingefügt, damit sie nicht verloren geht. Der Seed ist im Prinzip ein Samen, den man setzt und daraus Reproduktionen erhält. Das ist wie tatsächlich so ein Apfelbaumsamen, aus dem man die gleichen Äpfel danach bekommt. So kann man den Seed verstehen. Das ist, Seed heißt ja übersetzt tatsächlich Samen und so würde ich das dann auch interpretieren. Schauen wir mal, was hier bei rumkommt. Also bin noch nicht sicher, ob sie passen werden. Schauen wir mal. Also dieses Bild würde jetzt am ehesten mit dem zusammenpassen. Ich würde sagen, ich bin damit noch nicht zufrieden. Wiederholen wir das Ganze einfach mal. Ich finde, sie sieht hier doch schon sehr Marianne-like aus, aber es ist immer noch nicht das Richtige. Deswegen passen wir hier mal das Ganze etwas an und wie du siehst, muss man hier immer noch tricksen. Also es ist nicht so gemacht und du hast wirklich tatsächlich die gleichen Charaktere. Ich glaube, dass das Foto of Marianne hier zu viel Aufmerksamkeit bekommt. Deswegen sage ich hier einfach Marianne wearing a red velvet dress. Ohne Foto, ohne alles. Wir haben ja als Original ein Foto eingefügt, deswegen sollte das dann auch klappen. Oder zumindest besser klappen als dieses aufs Foto konzentrierte Bild. Die beiden sehen sich schon sehr ähnlich. Wie du siehst, ist es tatsächlich immer noch etwas schwierig. Probieren wir doch jetzt einfach eine neue Situation aus, eine neue Szene. Einfach imagine. Marianne posing for a photo shooting. Die würde am ehesten zu Marianne passen, aber irgendwie sieht das alles heute nicht so gut aus, wie ich es gestern zumindest hatte. Gucken wir mal, das ist immer noch Marianne. Ja, du siehst hier, du musst es immer wieder wiederholen, bis du ähnliche Charaktere bekommst. Das heißt nicht, dass wenn du den Prompt mit dem Seed gesetzt hast, dass dann auch sofort ein Charakter rauskommt, der ursprünglichen Person sehr ähnlich sieht. Hier sehen wir ganz klar in den Grundzügen der Person, dass tatsächlich hier Marianne drin zu finden ist. Sie ist auch rothaarig und das passt zu ihr, finde ich. Die Augen sind ähnlich, der Mund ist ähnlich und ich bin jetzt mit diesem Ergebnis tatsächlich zufrieden. Ich finde, das ist Marianne genug. Also löschen wir hier die falschen Ergebnisse noch raus. Mit dem Ergebnis bin ich auch zufrieden. Marianne wearing a red dress. Das können wir so lassen. Die Marianne sieht ihr auch, finde ich, ähnlich. Da ist natürlich noch die Haarfarbe falsch. Aber gut, man kann sie auch mal umfärben.
1 hour later.